momentan auch Leute für mein Bauteam, also das Kitmate Bauteam. Wenn ihr natürlich mehr von diesen Gewinnspielen unterstützen wollt, dann natürlich Creator Code iCranicsOG. Somit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ich kann öfter ein bisschen V-Bucks an euch raushauen. Nein, fuck. Oh, Bruder, der europäische Cranix hat dich mir gerade weggemacht, so, Junge. Oh, 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 no. Alles hier fällt kaum zu. Kommst du mir? Guck mal. Ich sitze. Oh. Hier in Deutschland. Was? Digga, die checken ja gar nichts. Hey Leute, Cranix hier und heute darf ich euch mal zu einer neuen Serie auf meinem Kanal begrüßen. Und zwar herzlich willkommen zu Mythbusters in Fortnite. Und heute mit dabei Schmocki auf jeden Fall direkt mal. Oh yeah, als Opa Schmocki. Bevor wir hier loslegen, möchte ich euch noch ganz kurz die Serie erklären. Und zwar, ich denke mal, die meisten von euch werden vielleicht die Serie Mythbusters kennen. Und wir auch bei der normalen Serie im Fernsehen werden wir heute in Fortnite einfach Mythen aufklären. Und heute bei diesem ersten Video von der Serie werden wir uns direkt mal um den Mythos kümmern, ob es auf amerikanischen Servern wirklich schlechtere Spieler gibt, beziehungsweise ob man dort leichter einen Sieg holen kann. Wenn euch diese Serie gefällt, dann verprügelt auf jeden Fall mal den Like-Button, meine Freunde. Und schreibt mir vor allem weitere Mythen, die wir checken sollen, unten in die Kommentare, wie zum Beispiel... Eines Jahr stärker als...
Shop iCranics OG eingeben. Auf irgendwas könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Und hello, German. Yeah. Ah, okay, hallo. Habe ich aktuell einen 101er Ping. Das heißt, mein Ping ist einfach gefühlt 10-mal schlechter als hier in Europa. Aber, also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Nachteil. Aber wenn man wirklich, wie es die Mythen besagen, dort so schlecht die Gegner findet, dann müssten wir jetzt ja easy einen Sieg holen, Schmocki, oder? Genau. So. Also Leute, herzlich willkommen zur ersten Episode von Mythbusters in Fortnite. In Deutschland ist aktuell 21 Uhr, falls man das hier sehen konnte gerade. Das heißt, in Nordamerika sollte jetzt einfach irgendwo, also circa Mittagszeit. Welche denn, Tommy Gun? 14 Uhr oder sowas. Und ja, let's go, meine Freunde. Schmocki, du meinst gerade schon, es wäre richtig ekelhaft, einen Baum abzubauen. Oh mein Gott. Generell. Ja, das glaube ich dir, Alter, das glaube ich dir. Würde ich sagen, gehen wir Heimat? So, komm, wir gehen Heimat, Digga. Auch okay, auf okay. Nordamerika-Server ist das hier unsere Heimat. Ja, ist halt echt so. Okay, so, das gehen, Alter. Haben wir jetzt noch kein Gegner gefunden? Aktuell sind wir auch ja, das ist so. Ist hier niemand bei uns gelandet? Nee, ich glaube nicht. Das war jetzt auch nicht so weit weg, muss man auch sagen. Stell dir mal vor, Digga. Oh, mein erster Gegner direkt Ninja. Okay, ciao. Das ist ganz gut, Schaffner. Die ersten Amerikaner. Warte, kill. Okay, warte, ich noch andere. Versucht man den zu killen direkt, weil ich will nicht. Das sind jetzt die ersten amerikanischen Spieler, die wir hier sehen. Okay. Kleiner Wichs-Hurensohn! Kleiner Hurensohn. Alter, wie lost sind die denn? Okay, sein erster Push-Versuch war das hier. Bruder! Sie ist ja richtig süß. Was? Leute, no chance, Alter. Guck mal! Sie checkt gar nicht! Sie checkt gar nicht, Digga! Was? Was? Ja, also ich glaube, das. Okay, also die ersten Gegner haben dann erstmal den Mythos bitte zugesagt, Leute. Ja, das hat nur in der Runde so war, aber wir können jetzt einfach nur von dieser Erfahrung wieder ausgehen. Was wir jetzt gesehen haben, ist anders los, Digga. Anders los. Hast du gesehen, wie links und rechts? Ja, Bruder, hast du gesehen, wie wir halten müssen. Das ist in der Standard, wenn du die Bilder geschissen. Ja, wie die Idee ist. Seid ihr, wie gesagt, gerne weiter mit dem Kommentar, würde mich richtig interessieren, was ich für euch hier als nächstes ausprobieren soll. Ich mag kompetente Handwerker, die ihren Job mit Liebe zum Detail machen. Leute, ihr habt ja letztes Mal übertrieben die Stimme von Schmocki gefeiert. Auf jeden Fall checkt den Jungen aus. Checkt meinen Creator Code Acronics OG aus. Ihr wisst Bescheid. Okay, das wird gut. Ja, Mann, let's go. Okay, ich glaube, sieht man schon die Baumkammer. Besser, wir sind jetzt komplett los. Und die bessere Gegner kommen, haben wir noch die Schwierigkeit mit der Oh mein Gott, oder lauf, Zone. Die Wand ist die Zone? Warte, ich hab die Idee, komm, ich
Schmocki fliegt. Ja! Schießt jetzt auf, natürlich schießen sie jetzt auf uns, Digga. Ah ja, klar. Nein, der fliegt da vorne. Warte. Echt? Warte. Also, der ist auch im Flugzeug. Hier unter uns, Ja. Oh, double gepumpt hier von Team Schmocki und Crynex. Go, baby. Was? Pass auf, nein. Oh, Schmocki, ich helfe dir. Oh, Ticket. Achtung, wir werden gepusht. Okay, hier ist auf jeden Fall diesmal mehr Action. Nicht so ganz lost wie am Anfang. Ich hab richtig low, Digga. Und keine Mets, hast du Mets? Achtung, von hinten kommt amerikanischer Crynex. Bruder, der europäische Crynex hat dich gerade weggemacht, Junge. Oh, Scarly. Ich geb dir Dings. Blau M16, wenn du willst. Ja, er kommt. Oh, Junge. Aber ja. Also bis jetzt, der Mythos. Ja, bis jetzt können wir den Mythos gar nicht basten, Bruder. Obwohl wir die Mythbuster sind, aber wir sind, ja. Also bis jetzt unsere Erfahrung, Leute. Hier liegt, Bruder. Oh, achso, für mich. Ich dachte, du wolltest. Ja, natürlich. Nein, das ist für dich. Hinter mir? Yes. Oh, ist direkt vor mir. Hab ihn. Nein, ich hasse das. Was? Ich hasse das. Okay, dann machen wir eins. Dennis! Du hast die Ehre genommen. Ich kann schon. Dann schießen wir da. Schöne Grüße von meiner. Ich tanze. Oh, der kann bauen, der kann was, Bro. Schöne Grüße von Dennis, von der Familie. Das sind zwei neue, Digga. Ja. Achtung. Ey, Digga, ich hab gedacht, heute ist diese 8 Uhr. Oh, er hat mich auch noch. Kannst du holen? Mit Lok? Ja. Bounce ein. Ich hab jetzt Ferien, Bruder. Nein. Hast du? Cool. Wir kaufen. Dennis, wir sehen uns ja bald, ja? Wir kaufen dein Auto.de. Ja. Warte. Das war's vom Flashback. Der kommt von oben. 16 Leben. Oh Gott. Nein, warum baut denn die Wand nicht, Mann? Dieser Ping! Alter, Bruder, glaubst du mir, ich hab eine Wand gebaut, aber der Ping, Junge. Ich weiß, es ist so. Alter, der Ping ist schwierig. Komm mal rein. Schwierig. Ja, er trifft mich. Pass auf. Ich hab ihn wohl. Nice. Weggeschossen. Du wolltest. Hier, das ist ein ganz leichter Dämpfer. Hallo? Ja, boah. Der kann das, Digga, der kann das.
Da kann was! Bei mir! Ich bin bei dir! Ich haut ab! Nein, Digga! Den lass du nicht entfassen! Ja. Warte, verletzt mich! Boah, oh, sick! Alter! Scheiße, Digga! Hat nicht? Oh mein Gott! Da wird von einem anderen Team noch... Was? Ja, pass auf, jetzt lass dich das sandwichen, Bruder! Ganz gefährlich hier. Boah, hier sind so viele, Digga. Das gibt's hier echt gar nicht. Unmenschliche Gegner. Da auf dem Flipboard auch einer. Nice, Bro, nice, Bro, nice. Achtung, Zone kommt auf, Zone kommt auf, Zone kommt auf. Ja, ich sitze. Hat low. Wird abgeschossen. Hast du irgendwas? Nein, er will mich jumpen. Er will mich jumpen, die Sau. Warte, warte mal, warte mal. Oh mein Gott, was in die Zone? Muss komplett los. Hat was? Hab ihn. Nice, nice, nice. GG, Bro. Oh nein, vor uns. Oh, ich werde abgeschossen. Oh mein Gott, Brudi. Einfach in die Zone, Bruder. Einfach in die Zone. Aber darf den nicht wegbleiben. Ich werde hier gerade von allen Seiten bombardiert. Ich habe auch gar keine Maps mehr. Ach, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh mein Gott, hab einen weg. Nice. Headshot, Headshot. Digga, ich muss deinen Loot holen, ich muss hoch zu mir. Sein Loot, nein. Bin ich safe. Digga, jetzt wird's hier. Ja, jetzt wird's hier richtig schwitzig, Leute. Oh, die kommen, komm, schieß sie ab in die Luft. Ja, hab'n Hit gedrückt. Lass einbauen, wir bauen einen, ne, lass einbauen, lass einbauen. Ja? Vertrau mir, ja. Wir spielen auf Snake. Kommst du mit? Ja. Okay. So, chillen wir. Okay, dann lass einfach sein, ja. Bauen wir nach. Oder? Muss los. Okay, jetzt können sie uns gar nichts. Wir sind sogar in der Zone. Lass probieren, sie zu fangen. Ja, dann kriegen wir einen heftigen Pump in die Fresse. Okay, Leute, Fazit, Schmocki, kleines Fazit zum Mythos bis jetzt. Ich glaube, es stimmt. Also, ich weiß nicht. Obwohl jetzt am Ende wirklich mehr Schwitzer da sind. Ne? Es gibt weniger Kranke als in Europa. In Europa ist jeder einfach. Ich glaube auch, Leute. Also, es gibt extrem heftige Spieler, aber weniger. Wenn die heftig sind, sind die ultra krank dann direkt. Aber ich würde auch sagen, weniger Schwitzer. Muss auf die Kraft. Auf jeden Fall. Auf jeden Spieler kommt es. Warte. Oh, Spam, Granaten. Oh, no, anders hier fällt kaum zu. Hallo? Oh nein. Ja, hast du was gemacht? Ja, 92. Der vorne. Also, bringt das hier gerade gar nichts. Wir müssen wieder uns schön High Ground verschaffen. Oh mein Gott, erst ein Hunde. Über uns. Nein. Ich seh's. Zone. Schau, Digga, das war's komplett. Hab ihn, Bruder. Wow. Schmocki ist auf jeden Fall Ehrenbruder heute mal wieder. Warte mal. Wow. Sieh so Stefan, ja den mag ich. One of the best ways to practice and get better at Fortnite is to do 1v1s with your friends who are usually equally as good as you. Now, the best way to do this used to be in Playgrounds, but Playgrounds went through some shit and now it's kind of bad. So people do 1v1s in creative mode, and today I'm going to show you guys how to set up a 1v1 island in creative mode, the most efficient way possible, the best way possible. So here we go. The first thing you want to do is load up the block island. Now the reason we use a block island over another island, like a typical island, is because block islands have no natural trees, no natural spawning anything. They're completely flat, simple to fight on, and the max sky limit is actually higher on these block levels. So it basically means bigger build fights, less lag, lower ping. So I've gone ahead and loaded the block one. You're going to want to make sure it's clear too. Obviously, you probably haven't used your block islands. So, yeah, you see this big map, big clear empty space you can have fights on. And I'm going to show you guys how to set up one of these. This is something a lot of pros do. I usually don't see them use block islands, which is kind of a shame because block islands are really better to put stuff on. And you'll notice my memory is starting off at 1,000. That's just because, like, they have to load in the block and stuff. But really, the goal is to have the most... make it really convenient to use, but at the same time, so what I like to do is I like to spawn in some prefabs. This takes like not even a minute. In fact, you don't even need to spawn in prefabs. You can spawn in something like this factory, right? And grab one of these ramps. Now the reason we do this is because
it's easier to distinguish, you know, naturally built things compared to, you know, like metal ramps or wooden ramps. So you want to make sure it's made out of something that you can't build. I'm gonna add these here, right here. And I'm also gonna make it look, you want to have two ramps like this. You've probably seen people do this all the time. Just have two set them like this. Now, the way people do set up one point is once the game starts, they build an archway, they do that, and then they both stand at the archway. It's gonna be like this. You have the edit ready, and you both run against it, and you just start, and you go up like that. Build fight. Now the thing is, you're gonna need to spawn in some guns, and you can't do that when the game has started. I'm actually gonna delete these side pieces because they add it's a little annoying. What you're gonna want to do now, next, hello? Is build a bunch of flat rooms. You know, just want to have a lot of room. And you're gonna want to go into your devices, get some item spawners, get some player spawns, and you're gonna want to chuck the player spawns all down like this, and then you're gonna want to select the item spawns. You're gonna go into the set. Actually, you can leave the settings because it's 1v1, right? So you don't really need to have guns constantly respawning. You just gotta have people come and get them once, and then that's it. So, and then on these 8 item spawners, 8 is excessive. You don't even need to have 8. But I like to have that many. Maybe let's do you can put a safe, pump and an AK. You go to your you just drop them in the spawn right there. Now you have a blue pump and a blue AK. Then over here, in case you want to do legendary rarity fights, you can have a gold pump and a gold AK here. And then you can also have. I also like to put 2 blue ARs in case you want to do pump blue AR. Now, you're probably wondering, well, why? What if they just grab the better weapons? That people are just gonna grab these weapons. Well, before you start the game, you discuss with your teammate what kind of 1v1s you want to do. You can say, do you want to do pump AK? Do you want to do pump AR? Do you want to do gold pump? Gold AK? And all that. YouTube on fire. Nice. Das Lustige ist, wenn du jetzt anfängst, brauchst du 24 Stunden. Der volle drin, die löst zwar aus, aber auch nicht so schnell. Aha! Bruder.
Wenn du willst, dass du die Tiger nimmst, die Pumpkin, die Gold nimmst, eine Sniper und eine Scout oder so.
Der Tiegel oder was ist? Du nimmst alles ein besser. Du hast jetzt eine goldene neue Pump, ich nehme eine blaue Pump. Du hast eine goldene Scar, ich nehme eine blaue AR. Was hast du noch? Ne, hier das. Das ist einfach. Und das da habe ich auch noch. In blau. In blau, okay, dann nehme ich das in grau, aber dafür dann. Oder ne, ich nehme die dann in grün, ja, in grün. Stimmt, die grün. Wir machen kein Baufight im Buch. Wir machen einfach nur so. Ja, aber Spiel starten. Nee. Du bist. Ja, dann hören wir uns doch so oder so nicht, also ich sage nicht. Oder was? Ich will noch kurz noch eine Waffe aussuchen. Dafür nehme ich aber. Okay, komm, mach Spiel starten. Also muss halt noch so machen, dass wir Full Energy haben, also Full Life. Ne? Warte, Full Life. Eliminierung zum Gewinn aus. Geht nicht. Doch hier. Warte, ich mach das jetzt für den Start, okay. Drei Spiel. Ich mach mal so 10 Minuten, okay? Warte, noch nicht. Wie Sport endlich. Lass die Sportfläche machen. Setz hinter dich so eine Sportfläche. Ja, aber das ist ja nicht immer so, dass man dort spawnt dann. Ja, okay, warte, ich mach hier so einen Checkpoint hin. Geh du auf, mach einen Checkpoint hin und dann setz du bei dir einen Checkpoint hin. Ich setz bei mir einen Checkpoint hin, ja? Mach ich. Moin, was hast du ja gebaut? Warte mal. Ja, was brauchst du? Ich hab nur das hinter dir weggeschossen. Mach das jetzt bereit, du. Okay. Ja, okay, mach bereit. Drei. Ah, warte. Spielstart 3, 2.
wir sie im Inventar haben. Nein, ich hab nichts im Inventar. Unterstützen wollen, tragt doch meinen Code ein, würde ich mich sehr freuen. Ehre geht raus, Kuss auf eure Augen, Nacken, Season 8 Hype, here we go. Ja, hallo, ich bin Schatzkampfschatz, heute mit einem neuen Video und zwar, ich bin extrem hyped und zwar heute ist wirklich ein sehr schöner Tag und morgen wird ein noch besserer Tag, nämlich heute ist der letzte Tag der Season 7 und morgen wird es dann soweit sein, die Season 8 in Fortnite startet und hier ist ordentlich was los. Ich kann es selbst kaum glauben, oh ja, Freunde. Ab morgen wird es wirklich abgehen. Heute wird es noch mal die letzten. Musste ich kurz raus. Achso, nee, das ist. Oh, ja, Moment. Das ist ja die Sache. Also, setz mit. Rein. Ich mach Spiel. Oder warte. Warte. Was? Dennis, Freddy kommt zu mir. Freddy kommt zu mir. Was? Freddy kommt zu mir heute. Ja, super cool. Kann ich dich hitten? Komm mal her. Hey, mach doch, du mach doch auf. Chill doch, wir können uns nicht töten. Okay. Nee, Dennis, Dennis! Ich hab zu zweit Kinder. Dennis, ich hab zu zweit Kinder. Mal einblenden werde und zwar, da sehen die Bäume wirklich abgebrannt aus und es wird auch schon berichtet, leider ist es bei mir noch nicht in dieser Fall, sondern bei einigen Leuten ist da schon ein komischer Rauch oder Nebel entstanden und es sieht so aus, als würden jetzt aus diese Risse, die dort sind, irgendetwas austreten. Vielleicht handelt es sich jetzt hierbei auch nur um einen Bug, aber es sieht wirklich danach aus, als würde Wailing Woods jetzt in den nächsten Stunden vor der Season 8 abbrennen. Und er spricht immer mehr dafür. Rudi, komm raus! Ach komm. Dann hol ich ihn rein. Ruhe im Karton hier und
sehr, sehr viel spricht dafür, dass wir wirklich mit der Season 8 einen Vulkan bekommen werden. Zu diesem ganzen Sache werden wir uns mal das neue Teaser-Bild angucken, was veröffentlicht worden ist, und zwar das... Vorletzte, Freunde. Und hier kann man jetzt eine sehr interessante Sache drauf erkennen. Und zwar, ich werde euch das Ganze mal hier in einer Recolored-Variante zeigen. Und zwar, da kann man einen Tiger erkennen. Und dieser Tiger, entweder also die Beschreibung, die dazu steht, jetzt gibt es zwei Theorien, die man hier aufstellen kann. Also entweder wir werden einen Bosskampf haben oder wir werden auf der Karte einen Boss haben, den wir killen können und dadurch halt Loot bekommen, oder es wird die Möglichkeit geben, dass das, was wir hier sehen, ein Battle Pass Skin ist, und egal was von diesen beiden Sachen eintrifft, es ist ultra krank, ich sag euch, weil selbst wenn es sich hierbei nur um einen Battle Pass Skin handelt, guckt euch mal bitte diesen Tiger an, wie krass der aussieht, würde ich extrem feiern. Zusätzlich gibt es jetzt ein Konzeptbild, das man auch morgen, entweder vielleicht heute in einem kleinen Live-Event, dass man schon ein bisschen Lava sieht, oder halt morgen in dem großen Season 8 Teaser, das dort aus Wailing Woods ein... Bin ich selbst mal gespannt, was ich morgen erwartet. Ist jetzt ein neuer Limit Time Mode zurück, und zwar der Tresor Time Mode ist zurück im Spiel, und da gibt es eine sehr Besonderheit, die von der Community auch extrem gefallen wurde, und zwar die Drum Gun ist zurück im Spiel und hat unglaublich viele Likes auf Twitter erhalten. Als Epic Games das gepostet hat, da merkt man auf einmal, die Leute die Drum Gun finden, aber es ist halt einfach das Spiel ist halt echt eine Ultra-Waffe. Machen wir schon den nächsten. Oh, Gott. So ärgerlich. Zusätzlich wurde sich jetzt auch dazu geäußert, dass der Driftboard rumfährt. Das Driftboard war ja nicht klar gewesen, ob es überhaupt in der Season 8 verfügbar sein wird oder es im Spiel drinnen bleibt. Und hierzu hat sich Epic Games auch auf Twitter, auf Reddit glaube ich war es gewesen, geäußert, und die haben gesagt, das Driftboard bleibt mit der Season 8 im Spiel drinnen. Der einzige Grund, wieso man ja auch das Driftboard hat, ist, das ist der Driftboard-Fahrer, jetzt haut er schon wieder ab. Der einzige Grund, wieso man das Driftboard Single-Vehicle geplant ist, also ein anderes Fahrzeug geplant ist, mit welchem man alleine rumfahren kann. Und eventuell wird das extra Fahrzeug dann dieses, dass man quasi zwischen den ganzen Fahrzeugen mal herwechselt, das eventuell wenig braucht man eigentlich nicht machen, weil ich muss wirklich sagen, das Driftboard ist eine richtig geile Sache und macht verdammt viel Spaß, hier mit rumzufahren. Man kann damit so coole Tricks machen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr thematisch. Dann haben ja sehr viele Leute jetzt noch gehofft, dass wir eventuell ein Live-Event zu finden. Das Einzige, was wir noch mitverfolgen können, ist die ganze Wailing Woods Geschichte. Die, pass auf, mal jetzt mal. Uiuiui. Die auch sehr interessant ist. Ach, hau rein. Oh, das tut mir leid. Der Dealer, ja, grüße dich aus. Haben wir hier ganz auf 31er geschossen. Oh mein Gott, das ist eine kranke Runde, die wir gerade haben. 15 Kills und 13 Leute leben noch.
Muss aber ganz schnell los. Wenn das hier keine 20er wird, dann weiß ich hier auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr 20 plus. Und wie gesagt, auf dem Konzeptbild sieht man nochmal, der vierte Teaser sein wird. Ich denke mal, der vierte Teaser wird auch noch entweder einen Boss. Wird entweder noch einen Boss beinhalten oder zusätzlich den noch einen aus dem Battle Pass zeigen. Oh, und Hits. Okay, der ist los, Digga. Nee, versteck dich doch jetzt nicht im Loch da. Geh doch. Aber der, ich denke mal, dass der vierte Teaser heute jetzt nicht mehr so viel verraten wird, dass er auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass der vierte Teaser da relativ harmlos gewesen ist. Ich glaube, dass da man nicht so viel drauf zu sehen sein wird, aber ich kann natürlich auch täuschen und vielleicht wird er heute noch mal richtig krasses geleakt oder geteased. Aber spätestens werden wir es dann morgen eh sehen. Also ich denke, die Server werden so gegen 10 Uhr wieder offline gehen. Und das wird dann auch der nächste Server dann in aller spätestens 12 Uhr wieder online verfügbar sein werden. Mit der neuen Season dann, mit dem neuen Update, mit dem großen Update. Ich muss wirklich sagen, ich bin extrem gehypt. Also Freunde, der Livestream morgen 9.30 Uhr. Also ich denke mal, er wird gegen 9.30 Uhr online gehen. Wir werden alles mitverfolgen, was passieren wird, den Countdown miterleben, die erste Reaction auf den neuen Battle Pass. Alles klar. So, ich will den Rocket Launcher mitnehmen. Nehme ich den Chuck Chuck, wir haben wahrscheinlich keine Zeit mehr, um uns den reinzuballern. 50er sind. Boah, 250er sind immer lecker. Kann man definitiv auch die hohen Kampfer mitnehmen. 94 Leben noch. Schade, es hätte hier wirklich eine Ultra-Blockade-Runde werden können, aber. Ich bin jetzt nochmal zum Ende. Einige Leute weggefetzt worden. So. Wo sind die jetzt hier? Komm, ich will hier, das könnte eine richtig fast round werden. Auf Ehrenbasis haben wir uns hier das Rift schnappen, den High Ground holen. Fünf Leute die Auge machen. Begrüßen. Rift ist Ehrenmann. Hey, wo sind die? Also entweder bin ich blöd oder blind auf beiden Augen. Also ich könnte wetten, da oben sein, da drin, auf dem Berg. Oder? Ja, moin. Lol, hat der Raketenwerfer nicht gehittet? WTF? Es war eigentlich... Mika kann nicht aufwachen, weil es Oswin schlecht geht. Und Oswin frisst nicht, weil Mika nicht aufwacht. Reite ihn, dann hilfst du uns beiden. Eigentlich, Hier ist noch einer. Das war's, Boys! 21 Kills! Was eine schnelle Runde! Geile Runde, Freunde! Ich bin gehypt! Schaltet morgen beim Livestream ein! Morgen der große Season 8-Tag! Ich bin extrem gehypt! Morgen wird geil! Level 100 werde ich wohl nicht mehr schaffen. Schade, Marmelade. Das ist nicht so schlimm. Aber trotzdem, Freunde. 3 Assists noch? Krass! Geil, Freunde! Das war's gewesen. Haut rein, guckt ein, Schmerz, bis in! Was geht ab, lad?
Neues Video mit Buraxon. Hallo. Oh, Scheiße. Bruder, mach doch. Egal. Gökhan aber auch hier. Heute spielen wir Kiss, Marry, Kill. Das ist dann so ein Spiel, mir werden YouTuber, drei YouTuber oder Rapper vorgeschlagen. Und ich muss entweder diese Person küssen, heiraten oder töten. Und das Problem ist, die werden mir auch Jungs nennen, aber nachher denke ich mich schwul an. Da unten, wo da auch der Winde. Ich hab mich nicht vorbei. Ich wollte auch ein bisschen Game machen, Bruder. Okay, sag. Ja, Bruder, wie sitzt du? So, ich habe jetzt drei Namen für dich vor, diese drei Leute sind YouTuber. Eine davon ist ein bisschen andere Geschlecht. Jonas Jaden, Axel und Tanzabo. Da die Kiss, Mary oder Kim. Ey Bruder, chill mal. Jonas, warte mal, Jonas Jaden war doch diese Ding. Halb Mann, halb Frau, irgendwie so, was war das? Weil das war vorher Frau, danach hat operiert und der ist Adam. Also Panzerboot, Jonas Jaden oder Axel? Guck mal, weil das war früher eine Frau, deswegen ich würde sagen, Mary würde... Nein, Moment! Nein, Bruder, der hat aber vorher... Jetzt hat er Schwanz, Bruder. Was? Der hat jetzt Schwanz. Wallah, der hat jetzt Schwanz. Er hat wohl 20 Schwanz. Ey Bruder, ich muss mich entscheiden, ich kann doch nicht mit Axel oder Tante heiraten. Jalla, komm. Jonas Jaden heiraten. Ach, mit wem jetzt so? Der hat jetzt mit Axel geheiratet, Dolem. Red gar nicht. Ich war mit Axel, immer geile Essen und so, fette. Ja, und Burger King mit Axel. Schaffe. Küssen würde ich. Transferwurz. Ey, aber schon, ey, Bruder, der will mit McDonalds Goldkarte was ausgeben, Mann. Und killen würde ich extra, sorry Bruder, aber ich kann dich nicht killen. Allah Rahmet eylesin. Sag Bruder, jetzt krieg ich mal Hate. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ja. Guck mal, ey Bruder, guck mal, der kommt von Menschen, der guckt so links, rechts die ganze Zeit. Der weiß schon, was der machen will. Aber nach oben, sie killt im Laden. Ey, Safi, jetzt stellt andere. War das Migano oder Forskills? Nimm andere, nein, andere. Nein! Doch! Nein! Was machst du? Nein! Komm mal, warte, ich hab für dich! Angela Merkel, Dieter Bohlen, Engelsgesicht, hab ich alle! Oh! Angela Merkel, Dieter Bohlen, Engelsgesicht! Du hast recht. Mary, Angela Merkel. Wer bleibt übrig? Und bei Dieter, Bruder, mit Dieter würde ich auf jeden Fall Kiss machen, weil vielleicht wird ein bisschen Paradies machen. Engelgesicht killen, sorry Bruder, wir können uns ja nicht mehr hören. Und küssen würde ich Dieter. Ich habe auch ein Lied für Angela Merkel. Sing mal. Okay. Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. Kennt ihr bei McDonalds, man ist Megas und man wartet und auf einmal kommt diese Geräusch. Ey, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Geräusch kennt bei Megas. Der ist ein Typhoon, der ist ein Nein! Doch! Küssen würde ich, Müssen Mama. Komm. Heiraten würde ich Pferdebaba. Und killen würde ich leider Orhan Baba. Bruder, was soll ich machen? Aber Bruder, guck. Ex-Muslim, Blue Tiger und Ibrahim Tiger. Was mischt ihr da? Andere machen normale Leute, so Katja und so, ihr macht sowas. Ja, Bruder, muss killen cool würde ich Ex-Muslim. Ex-Muslim würde ich killen. Das bestätigt gerade alles, Islam und so. Er würde mich drücken.
ich grüß dich. Da muss stehen. Bruder, was geschmacken? Ah, wenn ich Schambrook, ey Bruder, wenn ich Schambrook killen, kommt was Geschmackenfolge gegen mich. Ey, ich bin Zwickmühle. Da muss ich Hafti umbringen. Weil ich bin mit Jumbrook kein Problem. Der hat mehr Angst vor Jan als vor Haft, aber der. Da ist der Rammel da rein. Kurai oder Trimax? Drachenlord würde ich killen. Ich habe seine Videos auf Ding gesehen, Bruder. Ich will jetzt keine Seite nehmen. Was? Hast du geguckt, Walla? Bruder, Walla, vielleicht. Sag nix. Kurai würde ich küssen und Trimax würde ich heiraten, weil der hat gut Para. Du bist schlau, Alter. Komm, noch eine Person. Okay, komm, ABK, warte, lass mal MGP Kuchen TV. ABK MGP Kuchen TV. Ist euer Ernst? Margin Boo. Ja. Margin Boo. Diese Witcher zeichnet sich da so wie Margin Boo. Okay, Bruder. Killen würde ich Kuchen TV. Jetzt kommt Kuchen Volksvoll gegen mich. Ich bin am. MGP würde ich. MGP würde ich küssen. Und ABK würde ich heiraten. Ich blas miese bei dem gerade, Bruder. Ich mach so bei dem, guck, ich mach so. Nein, Bruder, guck, du mach so bei dem. Ich zeig dir jetzt, wie du bei dem machst. Hallo, ABK. Ja, nochmal, drei. Entschuldigung. Red Royal. Grips. Und. Oh, ich bin mit denen alle cool. Was ist Crash? Crash, Crash würde ich also Crash, sorry Bruder, ich muss dich killen. Wer noch? Crash würde ich heiraten, weil der ist Killer, ich mag den. Wenn du das gerade siehst, Bruder, ich grüß dich. Den anderen grüß dich. Ich hab auch noch einen Baba. Ja? Erzähl. Flying Uwe, Alberto, ja? Montana Black. Ich heirate Monte. Ah, Bruder, du weißt, wenn du Alberto töten willst, dann am Ende. Alberto würde ich küssen. Und ich mach doch Backenkuss. Wer sagt, dass Küssen unbedingt Ding ist? Ich weiß, nein, auf Mund. Nein, auf Mund. Du küsst ihn auf Mund, Junge. Ja. Der denkt auf Wange und so. Ich schwöre, diese Video ist richtig haram. Ich glaube, ich lade ihn schon. Hey, irgendwie, warte mal, ich sehe gerade im Fenster, Bruder, da ist irgendein Lichtstoff, das ist gut. Warte mal kurz. Kennst du jetzt diese Musik, wenn Aliens kommen? Illuminati. Oh mein Gott, da sind zwei Lichter! Tausende Augenzeugen behaupten, UFOs gesichtet zu haben. Hallo, Salano, der haben wir noch, das ist Sonnenlicht, dein Gönner, tut mir leid! Dann bist du voll und dreckig. Zap, das letzte. Okay, guck, Mazdak, Buri und Mazdak, was? Aus der Gruppe. Ja, boah, genau! Nein! Doch! Burak Song, Gohan Sama, Chico Abe. Nein! Unfair! Nein, guck, Chico Abe ist unfair, weil mit dem hat er früher schon Kontakt gehabt, vor uns allen. Du musst so sagen, Buri, Burak Song und ich. Oh, tanzt dich aus der Tür. Oha! Hau raus! Nein! Also, Buri, Burak Song oder Gohan Sama, Yilla, sag, komm. Kiss, Mary, kill. Bruder, auf meinem Bauch kann man gut schlafen, wenn okay. Leben. Bruder, wenn der Buri, Burak Song okay. Oder Gohan? Ja. Gohan würde ich heiraten. Was für Schmacken! Was für Schmacken! Du bist gefickt! Du bist gefickt! Du kannst getötet werden! Ich bin safe! Buri! Boah, ich bin gespannt! Oh nein! Erst Buri! Mal. Und küssen würde ich... Buri! Knapp da! Nächsten Tag! Nächsten Tag, ich gucke in YouTube! Kurakson und so was, wie schmackenvoll geht's aus, ich TV, Mann. NS macht Video gegen dich und NS gegen Lennox. Jojo gegen Lennox. Ich habe vor einigen Tagen dieses Video gesehen bei Saftiges nur Leute und fand es irgendwie so geil, dass ich mir dachte, komm,
Ich schnapp mir den besten Battle Royale Spieler, den ich kenne, und probier's einfach mal in Fortnite selber nach, Leute. Deswegen habe ich jetzt den guten alten lieben Schmocki mit dabei. Was geht, Schmocki? Heute machen wir jetzt nicht viel mehr als einfach einen Shop zu bauen im Battle Royale. Sprich, wir landen irgendwo, bauen dann einen riesigen Shop auf, machen unsere eigene Filiale und dann verkaufen wir einfach Items an irgendwelche Noten. Ja, ob es klappt, Leute, seht ihr jetzt im Video. Leute, bevor das Video anfängt, wenn ihr Bock habt, bei meinem Bauteam dabei zu sein, also halt ein paar Mörder, infiziert oder sonst irgendwelche Maps zu bauen, dann kommt gerne jetzt auf diesen TS hier, also 5-3 runterladen, wenn ihr es noch nicht habt, kommt da drauf, Leute. Und dann können wir ein bisschen labern und gucken, ob ihr vielleicht ins Bauteam reinkommt, dann könnt ihr mir mal helfen. Vielleicht sogar auch ein paar Aufnahmen dabei sein, wäre ziemlich korrekt. Ich würde aber sagen jetzt, viel Spaß mit diesem Video. Ach ja, das Ganze fängt um 20 Uhr an, am 27.02., also genau heute wird das Video rauskommen. Deswegen, Leute, kommt. Okay, Leute, wir fliegen euch schon Richtung Dusty Diner, denn ich glaube, da können wir am besten unseren geilen Second-Hand-Shop aufbauen. Und dann würde ich sagen, Schmocki, Bruder, wir schaffen das. Boah, Digga, das wird halt hart. Wir müssen am Anfang erstmal alles töten und dann können wir es bauen. Weil die sind super. Oh, okay, ich sehe schon. Ich schau mal, keine Waffe bei mir. Okay, Leute, wir töten erstmal die ersten, die wir sehen. Oh, hier ist schon No-Skin, Bruder. Der ist down, Digga. Easy. Finde ich dir mal easy ganz kurz, Leute. Von daher würde ich sagen, ich glaube, du kannst immer noch mal weiter gehen. Ich fange schon mal an, den Kopf aufzubauen. Weil, Leute, wir haben es schon 7:45. Wir müssen langsam aufmachen, den Laden. Okay, so. Das ist halt echt so, Digga. Oh mein Gott, okay. Du musst halt das Shop bauen. Das wird schwierig. Oh, ne? Das wird richtig schwierig. Dieses Schild oben drauf, Alter. Oh, das sieht schon krass aus bis jetzt. Also, es ist. Oh, hinter dir. Oh, er macht einfach mit. Hä? Er macht mit. Nein, er macht mit. Schieß nicht, schieß nicht. Schieß nicht. Lol. Schieß nicht. Hallo? Ich bin Mr. Tomatenkopf. Wollen Sie meinen Shop? Warte, ich baue kurz den Shop. Es hat wirklich geklappt, das ist unser erster Fall. Was? Das ist unser erster Digga, ich bin gerade noch einen Shop am Bauen, die machen schon mit. So, guck mal. Geh mal raus. Geh raus. Hallo, rausgehen. Nein, 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 noch nicht. Wir müssen erst bezahlen. Geh mal raus. No. Nein, nein, nein. Ey! Oh. Aber Digga, ohne Witz wäre aufgebaut, wir hätten die Windows Kleinen, Digga, ja, die Sache ist halt, die waren noch nicht fertig. Deswegen kommt die Ja. Okay, Leute, wir fliegen jetzt nochmal Richtung Dusty Diner und bauen jetzt den Second Hand Shop da auf, weil die letzte Runde hat jetzt nicht so toll geklappt. War traurig, Digga, wir wurden einfach ausgesaugt. Ja, nice, Digga. Direkt Tiefe. Okay, Jungs, wir haben jetzt endlich den Shop aufgebaut und ihr könnt schon sehen, hier haben wir geschrieben, dass da einfach Shop steht. Zwar so richtig rechts daneben, aber egal, Leute. Hauptsache, wir haben den Text und endlich da stehen. Die Items liegen hier auch schon, die ist vielleicht angeguckt. Und dann, Leute, würde ich sagen, stellen wir uns hier hin und winken. Ja, wir winken. Aber warte, ich muss noch was ranzubringen. Ah, stimmt, wir brauchen noch was. Ja. Ich nehme mir ein paar Herzen, das passt schon, damit wir zeigen, dass wir halt nette Leute sind. Der ist geil, Digga. Sag mal. Okay, der ist auch geil. Und hier an der. Oh, nice, ja. Nice Idee, Digga. Okay, Leute, das ist jetzt hier unser Shop, unser Food-Spot. Vielleicht auch nächste Woche bei euch in der Stadt. Wenn ihr wollt. Weiß nicht, mal sehen, ist Leute. So geil, das ist so hart. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal einfach eine halbe Stunde hin und winken. Wenn jetzt ehrlich in die Zone kommt und wir den ganzen Shop nochmal umbauen müssen, dann ziehen wir Haselnüsse in meinen Arschloch rein. Die Sache ist, die Zone ist schließlich halt gerade durchgekommen, bestimmt ein Volk, der gerade ist. Der erste Weg von Schild in die Zone ist hier eigentlich bei uns der Laden. Wir hoffen, aber kurz vom Laden was Schönes abholen. Halt mal auch schon noch ein paar Kunden. Mach das. Nein, schau, wo die Zone ist. Digga, dein Ernst? Aber eigentlich? Aber einen einzigen müssten wir wenigstens noch hinkriegen. Ansonsten bauen wir gleich einen Shop nochmal, Leute, aber halt ohne dieses Schild hier. Vielleicht klappt das ja auch irgendwie. Wenn wir safe mit Schild. Bei Gnu hat es ja auch geklappt. Ohne Schild? Ja, ja, ohne Schild. Vielleicht müssen wir die auch irgendwie anlocken. Mit Schüssen. Meinst du? Ja. Okay, komm, Leute, wir schießen mal ein kleines bisschen, damit die halt hier sehen, dass was los ist. So. Kommt jetzt rein in unser Laden, Leute. Alles billiger. Ein Euro billiger. Da kommt billiger. Was. Da kommt was. Wo? Wo kommt was? Von oben vom Berg. Ich glaube, die können nicht. Wenn sie uns sehen, dann kommen sie vielleicht. Rechts hier. Er kommt hier nicht. Wo denn? Ich sehe welche. Nein. Oh, shit. Aber vielleicht kommt der ja gleich trotzdem noch. Hallo, hier, hallo, kommt in meinen Laden. Oh nein, nicht während die Falten, Digga. Komm, wir bauen den Shop anders, oder? Meinst du? Ja, komm. Ich will den Shop nicht verlassen. Digga, wir bauen noch einen Shop. Na, die Shop. Zone kommt. Ja, Leute, der Food Truck muss umziehen.
Wir sehen uns gleich wieder ein neues Zoom. Okay, Leute, diesen Gegner. Hat ein AP. Auf geht's, Digga. Komm, Leute, wir holen sie ganz gut. Danach bauen wir den Job wieder weiter, weil ich glaube, sonst würden wir das jetzt nicht überleben. Und er ist weggesprungen. Oh mein Gott, warte, ich komme hinterher. Hey, wo bist du hin? Der Rita. Oh, okay, ich komme. Irgendwo sein bei dir. Da ist gut rechts von dir. Wo? Das ist gut. Rechts. Oh, okay, nice. Auf geht's. Aber da fallen die, ne? Oh, die kämpfen. Ja, vielleicht können wir denen nach Kampf keine Erfrischung anbieten. Ja, ist halt echt so. Luftballons. So, Luftballons kann man auch noch mitnehmen, Leute. Mit den Ballons ist das, glaube ich, auch viel schneller. Ja. Und ich wurde angeschossen. Korrekt. Ja, wurde irgendwie mit angeschossen. Aber ich brauche weiter. Ich brauche weiter. Echt jetzt? Ich brauche weiter. Digga, du bist so der Held und der beste Shopleiter, den es jemals gab. Ich schwöre. Ja, ich würde auch auf 30 den Shop sein. Ey, geh du uns rein. Mach. Ey, der hat meinen Ballon weggeschossen. Hört doch auf zu schießen, Mann. Ja. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Digga, warum hast du... Das winken. Okay, wir winken jetzt. Das winken. Bruder, bitte kill uns nicht, bitte. Ja, die werfen Granaten. Wie kann man nur so ein Tryhard sein? Also jetzt ohne, dass man so gut an im Leben haben. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon wieder bei Dusty Diana. Ich will gar nicht wissen, wie viel zu runter das gerade ist. Keine Ahnung. Wir bauen jetzt einfach hier nochmal den Shop auf, Leute. Von daher würde ich sagen, die Strip geht wieder ran. Und dann. Das war so geil, wie du deinen Shop gebaut hast. Obwohl dich jeder abgeschossen hat. Egal, Bruder, mit den Ballons, der ist ja ganz schnell zu sehen, Leute. Mann! Items in unserem Shop, weil wir haben gar nichts. Yep. Oh nein, ihr rusht. Schmocki, bei mir sind welche! Schmocki! Du Schwein, Alter, stirb. Oh, Digga. Für die Items für den Spaß. Alter, ich war gerade voll konzentriert am Bauen und auf einmal kommt der. Gott. Junge. Alter. So, okay, Leute, der Shop sieht bis jetzt in Ordnung aus. Also, keine Ahnung, das Beschriften ist so hässlich, ne? Aber, Leute, anders kann man den halt irgendwie nicht vermitteln, dass es hier ein Shop sein ich soll. Ich find's gar nicht. Und du, Mann, der oder Troll, Mann! Den Shop sein. Ich find's gar nicht so hässlich. Ich find's eigentlich ganz geil, Digga. Warte, ich guck's mir nochmal an. Ja, mit ein bisschen Fantasie kann man's auch erkennen, dass es Shop heißen soll. Okay, gucken wir uns mal hier das heutige Menü an, Leute. Da haben wir Tränke und Minis und ja, sonst irgendwas. Ja. Ich würde sagen, hier mach ich nochmal ein bisschen Herzchen hin, Leute. Ja, auch, ich auch, Digga. So, damit die auch, keine Ahnung, nicht anfangen uns anzuschießen oder so. Oh, Digga, wir sind halt außerhalb der Zone, ne? Hallo? Aber, ey, es geht. Es geht. Ich meine, wir können ja uns hier vorne noch umschauen. Er gibt uns Mats auch noch. Ehrenmann, willst du nicht irgendwie Items nein, haben? Nein, der geht oder? Nicht. Oder willst du mit uns in der Zone verrecken? Bro, so. Hallo. Da kommt jemand. Ich kann euch nicht hören. Doch, kannst du. Ah, jetzt kann ich. Okay. Oh, nice, du hast ihn. Komm, hilf mir. Erik gegen Luca als erstes, okay. Was macht ihr? Normal Squad. Achso. Noch eine halbe Stunde, dann geht's los.
Wann geht das Turnier los? Bist du geistig behindert? Wir haben dann neue Turnier. Ey, guck mal in Turnierablauf oder so. Da steht es. Bist du geistig behindert? Du hast dich dafür angemeldet, Alter. Achso, bin ich drin? Olifight geht nicht mehr. Ah, da bin ich ja moin. Du hast, Du hast mich in dem. Ist doch scheißegal. Ja. Was du machst? Okay. Ich guck mal, wer alles mitmacht. Luftwert, Joint. Oh, Mist. Also, es wäre möglich, dass ich vielleicht ein Stück zu kurz komme. Franz, das sieht man auch so schön an dir. Ja. Jonas, Lama? Jonas, du brauchst doch bestimmt Freunde, hä? Ach, Vorsicht, das ist so ein Ninja-Fuch dran. Digga, ich hab ohne Heavy. Weißt du, was ich jetzt mache? Autorun und renn hoch zur Flugzeugbasis. Sniper. Digga, hab ich den gerade gequickscoped, Junge? Oh, ich bin so eine Bestie. Nee. Doch, ich hab den wirklich gesniped. Flucht. GG. Leute, hier ist ein Lami. Was heißt PL? Ich weiß nicht, was PL heißt. Ich hab mich das auch gefragt, Franz. Oh, okay, der fightet gerade. Wie bitte? Was das PL heißt. Was für ein PL? In dem Ranking. Hast du als Abkürzung PL Punkt geschrieben? Platz für die Gruppe. Weil der erste. Ja moin, als ob der genau da umdreht. Also hier, komm, retz ihn. Oh. Dann unten drunter steht ja, It's awesome gegen. Heißt es dann gegen den? Ja, gell? Ja. Okay, gut. Warum geht's? Du musst als erstes gegen Lukas spielen, ja. So. Und danach gegen Erik. Ich hab mich gerade gefragt, er heißt jetzt nicht mehr Emily. Ja, es ist schon. Ich weiß nicht mehr, warum der so heißt. Ich weiß nicht mehr, was das heißt, Kratos. Gehört. Komm, wir pushen jetzt! Hab ihn, Kamerad Franz, oder wer auch immer bei mir ist. Oh, klar, bin auf dem Weg. Oh, nicht so clever. Gelöscht. Och, nö. Sorry. Ja. Okay, den hätte ich gebraucht. Raffi, los. Nee, scheiße. Jonas? Ja, der ist gleich unter deiner Treppe. Raffi, komm her. Finish den. Da kriegst du Leben. Sehr schön. Könnt ihr mich holen? Ja, ja. Liegt auch übelster Stuff. Fick. Jetzt ist er zornig, Digga. Jetzt ist er zornig. Er hat leider nur ein Checker für dich, tut mir leid. Achso. Boah, das war jetzt nicht so viel. Ja, merklich. Für wen? Warte mal, Jonas. Also, falls er es will. Ich würde das jetzt nicht usen. Falsche Minute? Wer ist ist ein Schweizer. Habt ihr noch ein bisschen Sturmgewehr-Munition? Ich hab 30 Schuss. Nur 200. Habt ihr überhaupt ein Sturmgewehr oder einen Kampf für mich? Also, Hier liegt Muni. Oh. Ich hab nix. Achso. Warte mal.
Keiner darf nicht behindern. Also Gegner nicht behindern. Wegschießen. Naja, die der Abbau Spieler halt. ETC. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, dass damit gemeint ist. Ach, das naja. Irgendjemand war jetzt weg, irgendjemand hat sich gemutet. I think it was the Jonas. Ja. Ach Mann, oh. Das können wir selbst editieren. Ich wollte dich gerade runter editen. Was not so smooth. Okay. Ah, die Edits sitzen heute bei mir, Digga, was ist denn los? Oh ne, bei mir geht's halt gar nicht. Mir halt übelst smooth, Digga. Habt ihr schon Eiskönig in Gold? Nö, werde ich auch nicht mehr holen. Ich finde den Scheiß, der sieht sowieso hässlich aus, meiner Meinung nach. Ich finde hinten die Dings, die Wings oder die Dings cool. Nö, Eiskönig geht. Ich habe halt nur mit denen noch geholt, indem ich die ganzen Challenges gemacht habe, weil ich halt den Battle fast wenigstens durchspielen wollte. Bei mir ist noch eine Flamp. Ich würde den einfach zu fett. Ja. Der mein ganz, fast ganz. Hey, was zockst du für eine Res, Alter? Trotzdem, was zockst du für eine Res? Aha. Ne, ich spiel gerade 1600 mal 1080. Holy, hallo, Alter. Da, in der Auflösung werde ich dann wahrscheinlich später auch streamen. Smooth. Twitch. Franz hat einen Link von meinem Kanal eigentlich mit reingesetzt. Eine Frage noch hier, wenn. Wenn. Hört mich jemand? Ja, ne? Ja, ja. Warum geht's? Ich habe eine Frage. Wenn ich dann in dem Turnier quasi gegen meinen Kontrahenten spiele, der genockt wird und lebt, muss ich den dann wieder hochholen oder kann Nein, ich nicht entscheiden? Nein, du kannst vor dem tanzen, wenn du willst, Digga. Deine eigene Entscheidung, ob du ihn reviven willst oder nicht. Deswegen wäre es eigentlich auch sinnvoll, wenn du ihn einfach sterben lässt. Blutleg? Jonas, kommst du? Ja, moin, Alter. Hat's nicht mein Loot, ein Dingsboard? Ja. Ich glaube, ich hole mir mal ein neues. Kreativ. Den Bug gab's schon lange. Ja, 1 Million Points. Oh, scheiße. Ja, klar. Flugzeug? Ah, sorry, war aus Versehen. Nee, ich dachte, die fliegen zur Seite, Mann. DPU. Ach, hier hast du ein bisschen Sniper Ammo? Oder brauchst du selbst? Nice, dann. Ja, Franz? Ne, mein Shot letztens, Alter. Auf der 200 Meter Barrett Headshot. Sag mal so, meine Snipes sitzen einfach gar nicht mehr. Oder der Jagdgewehr schoss von dem Ding runter. Oh ja, war das Jagdgewehr? Doch, doch. Mhm. So. Sniper ist einfach meins in dem Game, Alter. No. Ich wollte das letzte Mal so bei YouTube ein so auf einmal sehe ich da einen Fortnite-Stream, der heißt. Wolltest du dich beklauen oder was? Nein. Man sollte mit allem, was man ins Internet stellt, sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wenn ich mich selber dabei filme, wenn ich mich befriedige, wenn ich masturbiere, so wie das mit Jonas. Was sind denn die ganzen Leute? Fabric. Fabric? Ah, oh, schade. War schlecht. Hey Jonas. Na, du? Was hast du gemacht?
Bild hat gesendet. Wow. Ich bin so schnell so drüber gekommen. Krass. Ich bin die ganze Zeit auf dem scheiß Board, Alter. Was du hier siehst? Lol, ehrlich gesagt, ich find's richtig geil. Ja, bei mir ist noch eine Blue Pump. Du, ich mir an, dieses Foto was war das denn? War das ein Ice Knight? Ja. Naja, ich weiß nicht. Meint ihr das wohl ernst? Ich find das echt mega warum schie... Digga, was war denn das? Das war's ja mal komplett, Alter. Na gut, wenn sie das will, dann lass ich sie auch nicht zappeln. Livestream starten. Nee, ich will in den Fight rein. Lass mich hier wieder weg. Ich bin auf dem Berg. Ja. Ich bin getroffen, oder? In den Stein-Ding. Ich hab wenig Shotgun-Ammo. Mama! Was machst du denn da? Was machst du hier? Wenig Shotgun-Ammo. Ja. Das ist doch nicht normal. Das ist ja widerlich, was du da machst. Sings. Guckst du etwa... Das geht dich überhaupt nichts an, was ich... Aber auf der Hunk schon. Also wirklich... Was treibe ich dir? Nee, das, so geht das nicht. In das ist mein Laptop, ja. In diesem Haushalt wird das nicht gemacht. Dieses Ding bekommst du erst wieder, wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist. Das glaub ist mein Laptop. Ja, wir reden später. Widerlich. Einfach nur ekelerregend. Jonas, von Süden oben auf so eine auf Splitterungsdings. Wir verhindern wissen, dass Jonas so wird wie sein Vater. Ja, so Südosten. Hast du kurz eine Minute für mich Zeit? Ja. Oder? Was nee, doch. Gestern Abend hat es dir gefallen? Ja, aber super. Ja. Ich habe echt einen guten Film geguckt, aber der ging so lang und ich bin jetzt so müde. Hat es dir gefallen? Diese 5 Euro Skin? Was hast du gemacht? Ja, ist das bei mir? Wegen der Internetverbindung, dass die abgekackt ist. Ich konnte da nichts für, aber... Wovon geht's? Alter, hör mal auf, meine Schwester hier anzubaggern. Bin ich? Lass uns mal bitte zufrieden jetzt. Wir sollen dich in Ruhe lassen, wir gehen. Wir können doch mal reden. Nein, ich gehe jetzt deine Mathearbeit abschreiben. Kannst du allein machen. Nee. Wir gehen später. Oh Leute, ich dachte, es wäre doch Franz. Ich möchte jetzt hier wissen, hat Lisa das gefallen, was er gestern gemacht hat? Und ist sie damit zufrieden? Aber die hat offensichtlich gar keinen blassen Schimmer, was gelaufen ist. Was mich ein bisschen irritiert, ist ihr Bruder. Wieso zieht er die da so vehement weg? Hat das was damit zu tun? Oder ist hat der Hit? Immer so? Ist low? Wie kommst du denn dazu, mit Lisa zu reden? Da guckst du, ne? Hey, ich spiele schon übel oft, übel lange mit Pyramids. Die hat jetzt meistens bloß einfach nie gebaut. Übers Internet? Aber ich hatte was mit dir. Ja doch. Hör auf, mich zu verarschen. Glaube ich dir nicht. Ja, bin ich mit Lisa. Ich mach solche Fights nie gerne. Ist mir egal, ob Marcel mir glaubt oder nicht. Mir ist halt wichtig, dass ich mit Lisa später ungestört reden kann. Oh Gott. Hä, von wo denn überall, Alter? Ich check grad gar nichts. Ah, ich bin tot. Fuck. Wie konnte man das denn jetzt raus? Kann mich jemand healen? Lieg hier im Wasser? In 2 Tagen zahlst du 500 Euro, ansonsten sieht dich die ganze Schule in Action. Ja. Bing, bing, bing. Was ist das denn? Warte, ich glaube, wenn eine Vermutung richtig liegt, dass Lisa ihn erpresst, von dem auf Haus Erpressung dort stehen Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Sollte zunächst zur Polizei und eine Strafanzeige erstatten und natürlich auch seine Lehrer informieren. Hast du Lisa! Hey. Ja, ja, ja! Komm mal hierher, sofort! Ich dachte nur so... Wie redest du mit mir? Wie rede ich mit dir? Was soll die Scheiße von dir? Hä? Wovon redest du denn bing, bitte? Wovon rede ich? Ja. Von dem Video, was du mir geschickt hast? Oder er schickst du mir... Was war denn das, Alter? Von Video? Von dir. Was meinst du denn? Was ist für ein Video? Meine du doch nicht so ahnungslos. Erst das Foto von dir und dann das Video. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hä? Warum schießt du denn nicht? Weißt du nicht? Oh ja, Mann! Was hab